Forza Horizon erweitert den Rennspielhorizont seit inzwischen 6 Jahren und spart dabei nicht an witzigen Ideen. Der Funracer des englischen Entwicklerstudios Playground Games verfrachtet euch in Teil 4 kurzerhand in die Rüstung des Master Chiefs und lässt euch in seinem Warthog ein Halo-Schaurennen absolvieren. Begleitet von der bekannten Stimme der KI Cortana. Dabei ist die britische Open World von Halo-typischen Objekten und Raumschiffen durchzogen, was dem Schaurennen viel Atmosphäre verleiht. Der Kern des Erfolgsmodells von Forza Horizon bleibt bestehen. Ihr hangelt euch von Festival zu Festival und absolviert zwischendurch Dutzende Events und erledigt Aufgaben. Nur schade, dass sich an dem betagten Festivalcharakter nichts Wesentliches verändert hat. Verdenken können wir es dem Studio allerdings nicht, stießen doch die Vorgänge allseits auf sehr viel Gegenliebe. Die 2 Jahre Entwicklungszeit flossen natürlich in die britische Spielwelt und den Jahreszeitenwechsel, sowie in zahlreiche kleinere und größere Neuerungen wie den Häuserkauf. Wer seine verdienten Credits nicht nur in Vierrad-Schmuckstücke investieren möchte, sondern auch in Haus und Grund, der findet in Forza Horizon 4 einen weiteren Motivationsfaktor, um fleißig Spielwährung zu sammeln. Im Haus am See, auf dem Land oder am Strand könnt ihr eure Karosse so richtig schön in Szene setzen. Im Forza Vista-Modus lässt sich der Bolide aus nächster Nähe betrachten, wer will, darf auch ein Foto von seinem Haus und Auto schießen. Die größte Neuerung von Forza Horizon 4 ist der Jahreszeitenwechsel, der immer nach mehreren Spieltagen passiert. Gerade im Winter bei Schnee verändert sich nicht nur der Look der Spielwelt deutlich. Auch das Fahrgefühl ist auf glattem Untergrund natürlich ein anderes als auf sommerlich heißem Asphalt. So wird dieses Schaurennen gegen den Flying Scotsman-Zug zur spektakulär inszenierten Bewährungsprobe. In Menüs und in den neuen Story-Missionen taucht euer männlicher oder weiblicher Avatar nun regelmäßig auf. Gut, dass man nun Aussehen und Klamotten mitbestimmen kann. Von Oberteilen über Jacken und Hosen bis zu Schuhen und Accessoires lassen sich jede Menge Teile freischalten oder am Glücksrad erdrehen. Die Auswahl ist erfreulich groß. Die Range reicht von schick bis abgedreht. Umkleiden könnt ihr euren Avatar auf dem Festivalgelände oder in eurem Zuhause. Zusätzlich dürft ihr dem Avatar verschiedene Posen verleihen, die zum Beispiel auch beim Online-Spiel eure Gegner zu sehen bekommen. Vor dem Rennen führt ihr die Angeberpose aus. Und auch nach einem Sieg dürft ihr mit einem entsprechenden Emote eure Freude ausdrücken. Was hältst du davon? Wir haben die Geschäftsräume, ich habe die Kontakte und du hast... Wie vorhin erwähnt, erwarten euch in Forza Horizon 4 eine Reihe von Story-Missionsreihen. Leider sind die Cutscenes langweilig dargestellt und die Dialoge meist klischeehaft. Zum Beispiel dürft ihr euch in Edinburgh eine Autovermietung kaufen mit dem Namen Weltschnellste Autovermietung. Bevor die Supercars an die Kundschaft ausgeliefert werden, dürft ihr die PS-Protze erst nochmal Probe fahren. Die Story-Missionen sind eine nette Abwechslung, wenngleich sich die Horizon-Macher mehr Mühe bei Skript und Darstellung hätten geben können. Bei nächster Gelegenheit wenden. Rein gar nichts lässt sich dagegen an der abwechslungsreichen Spielwelt aussetzen. Es lohnt sich auch mal abseits der Mission auf Erkundungstour zu gehen. Vor allem in das rötlich-gelbe Herbstpanorama haben wir uns verliebt. Es macht einfach Spaß, durch die Gegend zu brettern und die unterschiedlichen Karossen auszuprobieren. Natürlich ist die Fahrphysik weit weg von einer Simulation und dennoch sind deutliche Unterschiede zwischen den Autos spürbar. 450 Fahrzeuge und unzählige Aufgaben bietet Forza Horizon 4. Das neue Horizon Live-Menü liefert einen Überblick über sämtliche Betätigungsfelder und die jeweils erreichte Stufe. Zu den Aufgaben zählen nicht nur Rennevents, sondern auch Tuning, Blitzerzonen, Fotos, Scheunenfunde, das Sammeln von Autos, Mixer-Streams und noch vieles mehr. Im Creative Hub können sich die Kreativen unter euch so richtig austoben und Autodesigns, Eventblaupausen oder Tunings entwerfen. Natürlich fehlen auch die beliebten Clubs nicht, die jetzt sogar ins Dashboard der Xbox One integriert sind und unter anderem die Möglichkeit zum Chatten bieten. Bis zu 2000 Mitglieder kann ein Club aufnehmen. Insgesamt steckt in Forza Horizon 4 wieder wahnsinnig viel Fahrspaß, gepaart mit einer ordentlichen Prise Lebensfreude, die von den Radiokommentatoren vermittelt wird. Ob actionreiche Rennen querfeldein oder im engen Stadtkurs, ob Drift- oder Rallye-Events, der Funracer garantiert wochenlangen Fahrspaß in einer wunderschönen Spielwelt. Das ist ein nettes kleines Dorf. Hier würde ich jederzeit auf eine Tasse Tee und ein Sahnegebäck einkehren. Wie gefällt euch die Spielwelt von Forza Horizon 4? Was haltet ihr von den wechselnden Jahreszeiten? Verratet es uns in den Kommentaren.
Für weitere Infos zum Fundraiser besucht uns auch auf pcgames.de.